jetzt normalerweise nicht gerade so einfach alles zu halten. So. Ja, sieht ganz so an, das ist jetzt das zweite Mal. Aber es ist immerhin eine Verbesserung zu erkennen. Denn wie gesagt, ich habe den, bevor ich mit dieser Batterie angefangen habe, hat er nämlich 4 Ampere gezogen. Oder konnte anscheinend nur 4 Ampere rausziehen, ist aber allerdings zwar heiß. So. Machen wir hier extremes Batteriequeling. Jetzt werde ich den Zigarettenanzünder festgedrückt gehalten, dass er mal richtig aufheizt. Oh, es wird heiß wie hier. Wir haben jetzt immer noch 5,48. Er bleibt bei 5,4 Ampere stehen. Ah, nur den Kontakt verloren. Oh ja. So, das kann ich leider nicht weitermachen. Ich besitze nicht genug Zigarettenanzünder. Ups, da habe ich den Nixmus erwischt. Sieht sowas, aber heiß, gut aus. Das konnte ich auf jeden Fall vorher nicht. So lange hat die Batterie nicht durchgehalten. Ich weiß, dass es jetzt kein wirklich guter Vergleich ist. Oder vielleicht werden einige wieder meckern. Jetzt werde ich aber erst kurz den Kollegen hier umstellen. Ich brauche ja normale. Was haben wir denn jetzt noch dran? So, dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn da noch? Jetzt werde ich erstmal die Klemmen des Zigarettenanzünders nutzen, dass ich überhaupt. Da kann ich mir gleich gucken, wie stark er einbricht und wie viel er jetzt überhaupt noch hat. Das wusste ich nämlich auch noch nicht. Das sieht doch geil aus. Ich habe immer noch 12,4. Wie gesagt, wie ich diese Batterie bekommen habe, selbst mit diesem Zigarettenanzünder konnte er nur maximal 4 Ampere ziehen. Und nach 2-3 Mal den Zigarettenanzünder benutzen, ist er schon rund auf 10-9 Volt zusammengebrochen. Jetzt hält sich der Scheibenkleister ja. So, wieder drin. Die Spannung ist mir. Ich habe leider von keine Videos gemacht, dass ich das leider so wirklich nicht beweisen kann. Aber da kann ich wirklich sagen, ich bin ein Bastler und heiß. Sobald er hier den Zigarettenanzünder, sobald ich den aktiviert habe, ist die Spannung enorm eingebrochen. Auf mindestens 11,5 Volt bis 10,5 Volt runtergebrochen. Und die Batterie hat auch sehr lange gebraucht, sich zu regenerieren. Wie gesagt, ich habe sie mit dem schon vorgestellten Pulsar benutzt. So, jetzt ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, aber es scheint, wie gesagt, was viele da draußen sagen, scheint so gut zu funktionieren. Dann werde ich diese Batterie jetzt bei mir in der Solaranlage jetzt wieder integrieren und euch dann mal in naher Zukunft, du Arsch! Egal, mal dagegen quakt. Also in naher Zukunft werde ich dann berichten, wie sich die dort verhält, wenn ich die mal ich werde die jetzt wahrscheinlich so 2-3 Tage auf jeden Fall erstmal schön mit Licht laufen lassen. Ach, Licht habe ich schon hier mit dem Photovoltaikpanel laufen lassen. Dünnschichtmodul, was ich habe, das hat wahrscheinlich höchstwahrscheinlich 10 Watt, so wie ich es mittlerweile herausgefunden habe. Und ich denke mal, dann habe ich echt eine vorne Batterie für umsonst quasi. Wie viel Ampere die jetzt insgesamt hat, kann ich jetzt so nicht herausfinden, aber für mich, für meine Bastelei, für meine Experimental-Solaranlage und in dem Fall, dass ich, wie gesagt, eine wartungsfreie Batterie, eine Banner AGM, wieder soweit betriebsfähig gemacht habe. Ich denke mal, auch ein Kfz werde ich damit wahrscheinlich mehrfach starten können, bis mir das Ding zusammenklappt. Das ist sehr interessant zu wissen. Ja, da würde ich sagen, meine lieben Leute, sagt Unterhaltung oder der wunderschönen Solarpanel-Energieerzeugung, Freienergie, Dingsbums da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.